Wenn einmal in der Stunde das Wellenbecken in Gang gesetzt wird, kommt im Galaxy ein kleines bisschen Meeresfeeling auf. Jedoch ohne den Salzgeschmack im Mund oder den lästigen Sand in der Badehose. Um zu verstehen, wie die Wellen erzeugt werden, muss man eine Etage tiefer gehen. Denn die Anlage zur Erzeugung der Wellen befindet sich im Keller des Galaxy. Sie sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Außer einem dicken Rohr, einem Schaltschrank, einem Kompressor und einem Ventilator ist erst einmal nicht viel zu sehen. Wenn die Maschine jedoch mit der Arbeit beginnt, macht sie einen Höllenlärm. Rund 120 dB, das entspricht in etwa der Lautstärke einer Disco oder einer Kettensäge, schlagen dann auf die Ohren. Die Gäste bekommen davon aber nichts mit, da der Raum entsprechend schallgedämmt ist. So einfach die Konstruktionsweise der Anlage aussieht, so einfach ist auch das Prinzip der Wellenerzeugung. Im Wellenbecken befinden sich unterhalb der Wasseroberfläche vier sogenannte Wellenkammern. Diese sind mit dem Druckluftsystem, also dem dicken Rohr, über Klappen verbunden. Wird eine der Klappen geöffnet, strömt Druckluft in die Wellenkammer und presst das Wasser in den unteren Teil des Beckens. Dadurch wird die Wasseroberfläche nach oben gedrückt, wo sie sich zu einer Welle wölbt. Durch das Schließen der Klappen gelangt keine Druckluft mehr in die Wellenkammer, das Wasser kann in die Wellenkammer zurückfließen. Durch diesen Rückfluss entsteht das Wellental. Das Wellenbecken im Galaxy hat vier solcher Wellenkammern, die paarweise, also Kammer 1 und 2 zusammen und Kammer 3 und 4 zusammen, abwechselnd angesteuert werden. Dadurch entsteht die Schaukelbewegung des Wassers. Je nach Einstellung werden pro Minute 40 bis 80 Wellen mit einer Maximalhöhe von 50 cm erzeugt. Anders als bei anderen Systemen besteht im Wellenbecken des Galaxy nicht die Gefahr, dass ein Badegast in die Wellenkammer angesaugt wird, da die Wellenbewegung ja durch das Herauspressen der Luft entsteht. Trotzdem sind vor den Kammern Schutzgitter und eine Sicherheitsleine angebracht. Zudem sind bei jedem Durchgang zwei Bademeister anwesend, die im Fall des Falles sofort eingreifen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Anlage mit einem Notstopp unverzüglich anzuhalten. Grundsätzlich wird die Anlage von einem Bademeister gestartet, der das Geschehen im Blick hat. Über ein Steuergerät kann er zwischen vier Programmstufen wählen. Bei Stufe 1 werden die wenigsten und niedrigsten Wellen erzeugt, bei Stufe 4 die meisten und höchsten. Welche Intensitätsstufe gewählt wird, hängt ein bisschen davon ab, was für Badegäste im Becken sind. Wir sagen mal, die Stufe, wenn viele junge Leute drin sind, wollen mehr Spaß haben, mehr Fun haben, nehmen wir die 4. Sind ältere Leute, nehmen wir bloß die 2. Das Wellenbecken bietet also sicheren Spaß für alle, unabhängig vom Alter.